Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chronoträger. Vorweg, ich werde aufhören mit den Untertiteln, ich werde wieder zu direkten Übersetzungen übergehen. Warum? Das ist mir einfach viel zu viel Arbeit mit den Untertiteln. Da fehlt mir irgendwie die Zeit zu. So, also beim letzten Mal, da haben wir den Sonnenstein hier, also den Mondstein hier in die Sonnenhöhle gelegt, in den Sonnenschrein. Aber er ist gestohlen worden und zwar in 1000 AD ist er verschwunden. Also hat den wohl irgendjemand von hier. Nur wer? Ich habe keine Ahnung, deswegen gehen wir einfach mal durch und gucken, ob wir jemanden finden. Wer könnte das gestohlen haben? Ich hatte ja gedacht, dass vielleicht Melchior ihn genommen hat, um Rüstung zu machen, aber das war es nicht gewesen. Da finden natürlich noch andere Leute ein, die Interesse an den Wissenschaften haben, wie zum Beispiel... Jetzt kann ich nicht landen. Ja, endlich. Wie zum Beispiel Tabern, Lukas Vater. Naja, könnte der bis dahin gehen? Vielleicht hat er auch Rüstung für Luca. Gucken wir mal. Oh, perfektes Timing. Taberns Helm bekommen. Eine andere großartige Erfindung. Gerade fertig geworden. Die ultimative Defensive für meine wunderschöne Tochter. Da gucken wir gleich mal, ob's was ist für sie oder ob sie schon bessere Sachen hat. Nee, Magic Defense geht zwar höher, aber sonst... Naja, gegen magische Kämpfe ist ganz gut. Hast du noch mehr? Oh, Lukas Freunde. Wenn ihr Lukas seht, sagt ihr doch, dass ihr ab und zu vorbeischaut. Ich habe an ein bisschen Verteidigungsmaterial gearbeitet für meine liebste Tochter. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wer könnte diese verdammte Rainbow Shell, wer könnte das genommen haben? Hier ist der Schrein. Moment mal. Also hier leuchtet es mal verdächtig. Also dann. Die Kinder, die gleiten so aus den Fingern. Es ist so schmerzvoll, das zu sehen. Mondstein, habt ihr davon gehört? Na klar. Dad mag das Geld lieber als mich. Ich hasse meinen Vater mehr als alles andere in der Welt. Du hast den Sonnenstein oder Mondstein. Der ist hier irgendwo. Jeder sagt, dass mein Papi gierig ist. Das stimmt doch nicht, oder? Ich suche jetzt mal das Haus von ihm durch, das du tue. Ich hab gar nicht gesehen. Na, ich beklaue ihn einfach mal. Ich darf das ja. Wir sind die Helden des Spiels. Na, du willst es wirklich nicht zugeben, weil dein Haus hat geleuchtet. Gehen wir mal raus und gucken. Und zum Rest des Dorfes um. Vielleicht können die uns was sagen. Was sagst du? Ich möchte auch zum Fest. Opa und Oma sind zu dem Millennium-Fest in Fuß gegangen. Wir müssen aufs Haus aufpassen. Bis jetzt habe ich noch keine Hinweise. So, der Snail-Stop ist wahrscheinlich die Taverne. Manche Monster können zusammen mit Menschen koexistieren. Zum Beispiel dieser Piano-Spieler. Das kennen wir doch alles schon. Er hat Spiced Jerky. Okay, braucht das für eine spezielle Sache? Ich will das nicht. Ja, hab's rausgefunden. Na, was mit dir trinken wollt? Jeder ist beim Fest. Der Depp, der hat den den Mondstein. Wie kriegen wir den von dem wieder? Achso, das war der Markt. Jetzt gibt's noch das Inn. Ist auch nur das Innen, wie es scheint. Kann ich eigentlich hinter dem Counter mit dir reden? Nö. Nur 20 G, also die Zimmer hier sind ganz schön günstig. Vielleicht kann ich ja in so eine Art... Nee, man kann man nicht in den Hintereingang. Der hat den ganz bestimmt. Mal gucken. Die sagt nichts. Die Kinder nochmal anreden. Die sagen auch nichts Neues. Er sagt immer noch, dass er nichts davon weiß. Gibt's vielleicht irgendwo einen Geheimgang oder was? Weil ich finde nicht sowas wie einen Geheimgang. Sowas finde ich hier nicht. Geh mir aus dem Weg, Frau. Ich habe immer noch Marley und Ayla dabei, fällt mir gerade auf. Ich soll vielleicht mal tauschen, weil ich wollte Luca jetzt auf das dabei haben. Gruppe. Ayla durch Luca ersetzen.
habe den Mondstein sozusagen gefunden, aber wie ich drankomme, das habe ich noch nicht gefunden. Sag bloß, wir müssen jetzt zurück zum Sonnenschein gehen. Da sagen sie, der Typ hat's oder was weiß ich noch alles. Fliegen wir mal. Also hier kann ich nicht landen. Da ist der Schrein. Wo ist der Truth? Vielleicht müssen wir auch Leute um Hilfe bitten, aber wen sollten wir um Hilfe bitten? Gucken wir mal kurz ins Schloss. Ich glaube zwar nicht, dass da irgendwas ist. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich schäme mich so. Ihr passt alle gut auf Nadja auf, oder? Es scheint, dass der echte Kanzler in Ordnung ist. Er ist sofort zu den Quartieren der Soldaten gegangen und sagt, dass er sich für die Parade vorbereiten muss. Ja, der hat wirklich die Ruhe weg. Also im Schluss wird mir auch nicht weitergeholfen. Das gibt's nicht. Der Typ hat den Mondstein, aber ich weiß nicht, wie ich drankomme. So nah. Das bringt ja nichts, hier reinzugehen und mit ihm zu reden. Oder muss ich wirklich 10-mal mit dir reden? Muss ich dich nerven? Oder muss ich mit einer bestimmten Person hier hingehen? Glaube ich eigentlich nicht. Und ich spuck gerade mein 3DS voll. Ich habe keine Ahnung. Wie komme ich denn da dran? Was passiert, wenn ich zurück zum Sonnenstein? Zum Sonnenschrein gehe? Dann fliegen wir mal dahin. Das muss doch irgendwas mit dem Haus zu tun haben. Ich meine, es glitzert total. Nö, hier kommen sie nicht plötzlich dazu, irgendwas Neues zu machen. So, willst du irgendjemanden gehen oder was? Ich kapiere das nicht. Also ich gehe nochmal das Haus jetzt auf Herz und Nieren überprüfen. Alles anderes fällt mir nicht ein. Sagt mir Jasmina, das ist auch der einzige Eingang. Oh halt, gehen wir mal in die Vergangenheit, da gibt es ja auch einen Jasmina. Vielleicht kann ich da irgendwas verändern. So. Das Haus des Ältesten. Hier sieht es noch ein bisschen anders aus. Ach, sieh mal einer an. Sie möchte Spicy Jerky haben. Na, dann kaufe ich das jetzt mal in der Gegenwart und guck, was passiert. Vielleicht hilft ihm es hier irgendwie. Manchmal vergesse ich, dass ich eine Zeitmaschine habe. Und der Sound ist viel zu laut. Ich muss den gerade mal runterstellen. Ach, wieso ist mein 3DS Capture Card nur so laut? Das war in dem Snail Stop gewesen. Der Wirt hat es verkauft, stimmt? Komm her. Ja, ich habe hier das Spicy Jerky, aber ich habe es für eine spezielle Gelegenheit aufgehoben. Aber ich könnte es loswerden für 9900. Nun, da haben wir einen Kunden mit gutem Geschmack. Auf geht's. Oder ja, hier hast du's. Gut, dann geben wir jetzt mal der Frau in der Vergangenheit das Spicy Jerky. Und gucken, was passiert. Lande bitte, Epo. Oh, ist das etwas Spicy Jerky, das du da hast? Möchtest du dir es mir für 10.000 G geben? Ach, du kannst es umsonst haben. Wirklich, wir haben genug Geld. Wirklich? Oh, vielen Dank. Ich habe gedacht, dass Freundlichkeit und Teilen von dieser Welt verschwunden ist. Ich werde meine Kinder von euren... werde es meinen Kindern beibringen. Nach eurem Beispiel. Es gibt bessere Dinge im Leben als Geld. Ach, Sie meinen, haben wir jetzt die Vergangenheit geändert? Ich werde eines Tages Tatas Braut. Den hatten wir eigentlich schon geredet. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert ist. Ob der Moonstone jetzt wieder an Ort und Stelle liegt. Weil der Typ nicht mehr greedy ist. Leider glitzert immer noch sein Haus. Hallo, die Kinder stehen anders.
Mein Vater ist meine liebste Person in der ganzen Welt. Ich liebe meinen Vater. Interessiert euch für den Mondstein? Ein junger Reisender hat ihn hier gelassen. Ach, nehmt ihn doch einfach. Er scheint euch wichtig zu sein. Ha. Jetzt haben wir ihn wiederbekommen. Helft denen, die es nötig haben. Teilt und teilt ebenfalls. Darüber nachzudenken, das ist das Motto der Stadt. Ich wünschte, mein Ehemann wäre nicht ganz so liebefreudig, sage ich mal. Ich meine, es wird ihn nicht umbringen, wenn er ein bisschen für uns spart, oder? Na dann, wir können den Moonstone jetzt zurücklegen. Was für ein langer Weg. Naja, der Epo fliegt ja zum Gericht schnell. Kann ich eigentlich irgendwie abspeeden? Nee, ich habe auf X gedrückt. Achso, das ist das Menü. Sieht nicht so aus. Dann fliegen wir halt langsam. Perfekt. Dann sind wir durch mit den Sidequests. Ich habe das Gefühl, es gibt noch irgendeine. Hier den Mondstein platzieren. Gut, jetzt müssen wir noch in die Zukunft. Und ihn abholen. Ein paar tausend Jahre mehr mehr Sonneneinstrahlung sollte eigentlich reichen. Die haben Zukunft. Wir wollen sich ja ändern. Na dann. Perfekt. Unglaublich! Mit einer Energie wie diese sollte ich in der Lage sein, eine wirklich starke Waffe zu machen. Lass sie uns zu meinem Haus bringen. Zuerst müssen wir die Energie des Sonnensteins extrahieren und in eine Form konvertieren, mit der man arbeiten kann. Dann müssen wir gerade was Waker und Pack. Es muss in ein Modul. Oder in einer Patrone, ich weiß es gerade nicht. Und sie ist fertig. Hugo tanzt. Ah, das ist die Waffe. Wandershot. Manchmal bin ich von mir selbst überrascht. Seht ihr das an, Luca? Ich habe mir ein bisschen was zum Sonnenstein ausgeliehen und habe irgendwann was richtig Nettes für mich selbst gemacht. Oder was Nettes von mir selbst. Sonnengläser, also eine Sonnenbrille. Gut, dann machen wir mal Ausrüstung. Geben Luca die neue Waffe, wenn sie sie noch nicht trägt. Uff, ach du meine Güte. Je nachdem, wie viel wir gespielt haben, desto mehr Schaden gibt's. Und die Sonnenbrille ist bestimmt ein Accessoire, oder? Gucken wir mal. Ja. Boosts Damage. Ich wüsste jetzt aber nicht, wem ich das geben soll. Weil ich will das eigentlich gerade lassen. Ich glaube, Ayla bekommt die Sunglasses. So. Kleinzeitfrau mit Sonnenbrille. Gut, jetzt muss ich mal kurz Marley herauswerfen. Gruppe. Und Robo ins Team nehmen. Ja, immer tue ich mich da jetzt verdrücken. Denn jetzt wollen wir wieder in die Zukunft zurück. Da gibt es nämlich noch eine Quest, nicht so weit. Wir müssen ein bisschen noch fliegen. Was ist eigentlich mit diesen beiden Inseln da? Na, da ist nichts. Und hier gibt es noch eine Aufgabe. Der Genodome. Der Genodome? Also, Robo, hilfst du uns? Ich kenne diesen Ort. Bitte erlaubt mir, dass ich die Führung übernehme. Na gut. Also, Robo. Wer betritt
und gebeten mein Sanktum. Nun, willkommen zurück, R66Y. Oder sollte ich sehen, Prometheus? Was ist das hinter dir, Fleischlinge? Ich habe in langer Zeit keine Kreaturen aus Fleisch mehr gesehen. Lasst sie mich willkommen heißen. Kommt rein. Hahaha. Gefällt mir nicht. Lasst uns nur sehen, was für Kapazitäten sie haben. Gut. Kämpfe. Mal sehen, wie stark die sind. Ja, Bruno ist gleich. Wir machen Feuer mit Luca und Attacke mit Bobo. Ey, hör auf, mir weh zu tun. Attacke, also unsere Stärke ist ganz okay. Das geht auch. Au! Jetzt macht er den Laserspin, den hat Bobo ja auch drauf. Was, das war ganz schön schwach. Und Chiefs wäre ein Fire Punch gekommen. Wir haben noch, dass Luca Fiber bekommt. Aha, ein paar andere Roboter. Attack auf Version 4.0. Bei 4.0 sind wir jetzt bereits. Hört auf, mir weh zu tun. Naja, hört auf, Luca weh zu tun. Attacke. Ja. So, Krone, greif an. Obwohl, ich kann Lukas neue Waffe mal ausprobieren. Also schieß mal. Ach du meine Güte, das ist stärker als Feuer. Gut, dass ich mir so viel Zeit gelassen habe. Endlich! Das war jetzt aber eine Menge. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich ist das hier bald vorbei. Trotzdem. Meter X. Bobo würde ich gerade mal ein Cure Beam bevorzugen. Auch Luca. Hey, der hat auch seine anderen getroffen. So ein Idiot. Dürfen wir ja auch endlich mal was tun. So, Attacke. Du bist ja richtig stark jetzt, Luca. Da. Hör doch auf mit eurem blöden Laserspin. Wie gesagt, es macht ja kaum Schaden. Ouchi. Alle angreifen. Ja, wenn sie nicht mit der Waffe schießt, ist es leider nicht so stark. Wir sind gerade so nah. Und wir müssen schon wieder diese lange Animation durchwarten. Kein Kommentar. Bobo macht das nächste Mal Heal Beam. Und Krono crittet. Und schon wieder. Ist das denn ihr Konter oder was? Endlich mal. So, Attack. Beam. Oh, wir sind bereits vorbei. Bonus Level Up. So, wir müssen mal kurz Pause drücken, nachdem sie die Waffen genommen haben, denn wir müssen den Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.